erinnert mich irgendwie voll an Weihrauch aus der Kirche. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es direkt weiter mit dem Adventskalender-Unboxing. Und zwar packen wir heute zusammen den Adventskalender von Balea Man aus. Der sieht dieses Jahr so aus. Ich lade euch ja ganz viele Adventskalender-Unboxing-Videos online und heute ist dieser hier dran. Es werden auf jeden Fall noch einige folgen und in jedem Video von mir, in dem ich einen Adventskalender auspacke, könnt ihr auch etwas gewinnen. Und zwar den Adventskalender, den ich im Video eben auspacke. Und in diesem Video könnt ihr diesen hier gewinnen. Also alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur meinen Kanal zu abonnieren. Das Gewinnspiel ist natürlich für meine Abonnenten gedacht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und einen netten Kommentar zu hinterlassen. Und das war's auch schon. Dann landet ihr automatisch im Lostopf. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Glück und alle Teilnahmebedingungen werde ich euch auch nochmal in die Infobox schreiben. Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Unboxing von diesem Adventskalender. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Ich habe den Adventskalender online bei DM bestellt, aber jetzt Mitte September müssten die jetzt eben auch schon in der Filiale zu kaufen sein. Ja, dieser Adventskalender kostet dieses Jahr 16,95 €, ist also ein bisschen teurer geworden. Sonst haben die Jahre immer 14,95 € gekostet. Also in diesen Adventskalendern sind halt auch immer so tolle, limitierte Produkte, die man sonst nicht bekommt. Und das, finde ich, ist halt auch das Besondere daran. Ich werde mit euch jedes einzelne Türchen auspacken und so könnt ihr mal gucken, ob es vielleicht für euch was ist oder für eure Männer, für euren Freund oder auch Freunde einfach. Die Produkte, die ich auspacken werde, bekommen auf jeden Fall bei mir alle der Basti. Und ja, wir fangen direkt mal an mit dem ersten Türchen. Ich finde, der sieht auch richtig schön dieses Jahr wieder aus. Wo ist das erste Türchen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Produkte sich so dahinter verstecken. So, Türchen Nummer 1 ist... Oh, ich habe das falsch aufgemacht. Ist hier unten. Und zwar ist ein größeres, ja, schmales Türchen. Und auf diesem Türchen innen befinden sich dann auch wieder immer Sprüche. Die wohl kleinste Stadt der Welt mit insgesamt nur 30 Einwohnern ist Hum in Kroatien. Okay, also nicht nur Sprüche, sondern auch solche Facts. Hier haben wir als allererstes eine Bodylotion. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Und die spendet Feuchtigkeit, steht drauf. Ja klar, macht natürlich eine Bodylotion. Wie riecht denn die? Da steht nämlich jetzt gar kein Duft drauf. Ah, die riecht angenehm, aber jetzt nicht intensiv und ich kann es auch gar nicht erkennen nach was. Also eher richtig frisch, also keine so Weihnachtsduft auf jeden Fall, ist ja auch manchmal nicht schlecht. Weiter geht es mit Nummer 2. Die Nummer 2 haben wir hier oben. Ich halte mal den Kalender so, dass ihr auch direkt mitschauen könnt. Boah. Ich habe euch auch schon den Balea Adventskalender für die Frauen ausgepackt. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Was haben wir denn hier drinnen? Ein Waschgel. Ja, Waschgel kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Ist jetzt auch kein bestimmter Duft. Also steht auf jeden Fall nicht drauf. Oh ja, das riecht einfach sehr frisch. Dann machen wir weiter mit der Nummer 3. Die ist hier unten in der Ecke. Ach, und wisst ihr was? Das habe ich auch schon beim Frauen-Adventskalender gesagt. Dieses Mal ist das Innenleben vom Adventskalender auch aus Pappe, also viel umweltfreundlicher. Sonst war es ja Plastik. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Dann haben wir hier, okay, was haben wir hier drin? Was ist das? Eine tiefenamattierende Gesichtsmaske mit Arganöl. Auch sehr spannend, kann man auf jeden Fall auch gebrauchen. Das ist auf jeden Fall für zwei Anwendungen. Also es sind zwei Gesichtsmasken sozusagen. Sind auf jeden Fall zwei Päckchen, also für zwei Anwendungen. Die Formulierung mit Arganöl reinigt die Haut gründlich und pflegt sie optimal. Die Maske sorgt für verfeinerte Poren und hinterlässt ein mattierendes Hautbild. Dann geht's weiter mit der Nummer 4. Wo haben wir die hier? Das ist ein größeres Türchen auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Oha. Dahinter verbirgt sich ein Shampoo mit einem belebenden Dufterlebnis. Da bin ich aber jetzt echt gespannt. Okay. Boah, nach was riecht das denn? Also
Es riecht auf jeden Fall gut, aber ich kann jetzt den Duft gar nicht identifizieren. Aber es riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja, bis jetzt ist ja noch nicht wirklich so ein extremer Weihnachts-Winterduft enthalten. Mal gucken, was sich da noch so ergibt. Auf jeden Fall geht es weiter mit der Nummer 5. Die haben wir hier. Hier haben wir eine Fußbutter. Für die Männer. Aber ich finde, den Adventskalender kann auch jeder verwenden. Nicht nur die Männer, finde ich. Sind auf jeden Fall bis jetzt neutrale Produkte enthalten. Ja, okay. Riecht sehr angenehm, aber kein Weihnachtsduft. Naja, muss jetzt auch nicht immer sein, dann kann man es halt auch, ich finde, das ganze Jahr, also nach Weihnachten auch noch verwenden. Ich finde sowieso so kleine Produkte super für die Reise oder für unterwegs. Jetzt geht's weiter mit der Nummer 6, also das Nikolaustürchen. Da gibt es ja meistens auch so ein kleines Highlight. Das hier ist aber sehr schmal. Bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Was haben wir hier drin? Oha. Ein Nagelclipser. Also sowas, finde ich, kann man auch immer gebrauchen. Finde ich echt recht cool. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Oder was sagt ihr? Weiter geht's mit dem Türchen Nummer 7. Das haben wir hier unten. Okay, was haben wir da? Ein Gesichtsbalsam Energy heißt der. Mit Q10 und Vitamin E. Auch sehr interessant. Die Formulierung mit Q10 und Vitamin E spendet der Haut neue Energie und versorgt sie mit Feuchtigkeit und hilft ihre Elastizität zu verbessern. Dann haben wir Nummer 8. Ist hier an der Seite. Sehr länglich. Boah, da bin ich ja gespannt, was sich dahinter versteckt. Ein Duschgel bestimmt, oder? Ein Schaumbad, auch nicht schlecht, vor allem in der Jahreszeit. Da geht man, finde ich, lieber baden wie im Sommer. Also bei mir ist es zumindest so. Das ist mit orientalisch würzigem Duft. Das könnte so ein bisschen weihnachtlich riechen. Der Duft ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Der schmeckt schon richtig würzig. Ja, dann machen wir weiter mit der Nummer 9. Die habe ich hier schon gespottet. Mein Nagel. Ich biege immer meine Nägel hier um bei den Adventskalendern. Ein Rasiergel. Okay. Für jeden Hauttyp. Schützt vor Hautirritationen und Rasurbrand. Mit Türchen Nummer 10 machen wir weiter. Was ist denn das? 10. Ach Gott, hier vorne. Ein Hand... Reinigungspeeling, okay, auch ein sehr spannendes Produkt. Gründliche Reinigung für stark verschmutzte Hände, okay. Die Formulierung reinigt dank der enthaltenen Peelingkörner auch stark verschmutzte Hände mit einem erfrischenden Duft. Bin ich ja mal gespannt. Mhm. Boah, es erinnert mich irgendwie voll an Weihrauch aus der Kirche. Ja, weiter geht's mit dem Türchen Nummer 11. Das haben wir hier unten. Was haben wir hier drinnen? Ein Lippenbalsam kann man auch immer im Winter gebrauchen. Für geschmeidig weiche Lippen. Pflegt die Lippen und schützt vor Kälte, bewahrt die Lippen vor dem Austrocknen und macht sie geschmeidig. Also meine Lippen sind immer so trocken im Winter, das ist der Wahnsinn. Also sowas ist klar, dass das im Adventskalender ist. Jetzt geht's weiter mit der Nummer 12. Die haben wir hier oben. Handcreme, ja, geht auch immer. Pflegt beanspruchte Hände. Mal gucken. Ja, riecht auch frisch. Also nach keinem speziellen Duft, würde ich sagen. Nee, also eher neutral. Mit der Nummer 13 geht es dann weiter. Die haben wir hier. Also bis jetzt waren ja noch nicht so weihnachtliche Düfte enthalten. Sieht nach einem Duschgel aus. Das heißt, Let It Snow und duftet nach einem erfrischenden Duft. Ja, riecht richtig frisch. Halt, ich finde, typisch nach so einem Männerduschstil. Ja, das riecht auf jeden Fall gut. Die Nummer 14 haben wir hier in der Mitte. Wow. Oh, ich dachte schon fast, es ist leer. Aber da ist so ein Mini-Produkt drin, und zwar ein Gesichtsserum mit Q10. Unterstützt die hauteigenen Zellfunktionen und die natürliche Regeneration der Haut. Nummer 15. Nummer 15 haben wir hier. Oh, das könnte ein Duschgel sein. Eine Aromadusche mit belebendem Zitrusduft. Okay. Boah, das riecht richtig gut. Richtig fresh und richtig tatsächlich belebend.
Boah, total nach Zitrone. Gefällt mir total gut. Die Nummer 16 haben wir hier oben. Boah, ich liebe es ja, Adventskalender auszupacken, gell? Eine Augencreme. Pflegt die empfindliche Augenpartie und spendet Feuchtigkeit, hilft Trockenheitsfältchen vorzubeugen. Also, sehr gut. Für mich wäre das auch was. Die Nummer 17 haben wir hier. Ein sehr dünnes Türchen. Was haben wir denn hier drin? Ein Gesichtspeeling. Hatten wir das nicht schon? Nee, Gesichtsmaske, oder? Ah ja, Gesichtsmaske. Jetzt haben wir ein Gesichtspeeling. Da drin sind auch zwei Anwendungen. Das ist mit Hanfsamenöl. Öffnet verstopfte Poren und reinigt die Haut porentief. Ein reines und frisches Hautgefühl. Die Nummer 18 haben wir hier oben. Die habe ich vorhin schon gesehen. Mal gucken, was sich dahinter versteckt. Ein Styling-Gel. Ja, okay. Das kann man auch gebrauchen. Vor allem auch die Männer, finde ich, so bei kurzen Haaren. Für unsichtbaren und starken Halt. Ich glaube, das kann Basti auch gebrauchen. Nummer 19 haben wir hier. Ein größeres Türchen auf jeden Fall. Da haben wir eine Cremedusche Wintertimes. Also das könnte ja nach Winter duften, oder? Mit dem Duft nach Zedernholz und Kardamom. Ja. Naja, ich weiß auch nicht. Naja, so ein bisschen. Aber ich finde, das riecht so typisch nach diesem Männerduschgel. Ach, also irgendwie finde ich bis jetzt noch keinen so winterlichen Duft. Das ist halt auch blöd, oder? Wenn da im Adventskalender nicht so was drin ist. Also es müssen ja nicht alle nach Winter duften, aber so ein bisschen fände ich schon schön. Nummer 20 haben wir hier. Da haben wir eine Outdoor Protection Gesichtspflege mit Panthenol. Mit Lichtfaktor 15, das finde ich immer super wichtig. Die Nummer 21, also wir nähern uns auf jeden Fall dem 24. Türchen. Als erstmal geht es weiter mit Nummer 21. Oh, das ist sehr länglich. Was haben wir denn hier drinnen? Ein Bart, Shampoo und Conditioner. Okay, 2-in-1 Effekt. Also ich habe auch noch nicht gewusst, dass man beim Bart auch einen Conditioner benutzen kann. Das ist ja witzig. Reinigt und pflegt das Barthaar für Frische und Geschmeidigkeit. Entfernt auch Hautschuppen und Schmutz. Nummer 22 haben wir hier oben. Boah, das geht aber streng auf. Ah ja. Ein Duschgel, Santa's Chocolate. Ist ja süß. Mit dem Duft nach Orange und Schokolade. Also es kann schon mal nach Licht duften. Oh, voll in die Nase. Oh, das duftet richtig nach Schoki. Also das muss man halt auch mögen, gell? Eine Dusche mit Schoko. Aber so ist der Duft schon ziemlich gut. Die Nummer 23, die haben wir hier in der Mitte. Oh, was ist denn da drin? Das geht auf jeden Fall ziemlich schnell auf. Eine regenerierende Nachtcreme mit Arganöl unterstützt die hauteigene Regeneration während der Nacht und die Formulierung hilft zur Milderung von Falten. Außerdem wird die Haut vor Austrocknung geschützt. So, und jetzt das Highlight, die Nummer 24, die haben wir hier. Ist ein mittleres Türchen, würde ich sagen. Und, ich bin gespannt. Oha, okay. Das ist ein Zauberwürfel. Also ich weiß jetzt auch nicht so. Ist auf jeden Fall mit einem weihnachtlichen Motiv. Also ich weiß nicht. Also ich glaube, der Basti mag sowas schon immer so ein bisschen. Also so Rätsel. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es gibt bestimmt coolere Sachen. Aber ich glaube, Männer generell mögen immer so ein bisschen zu rätseln. Wisst ihr, wie ich meine? Das war's jetzt mit dem Balea Man Adventskalender. Wir haben alle Türchen zusammen ausgepackt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich wirklich total interessieren. Also ich finde, der war schon ziemlich gut. Ich mag Balea einfach generell total gern. Die haben auch immer gute Adventskalender, würde ich sagen. Aber ich fand halt, es gab nicht so extrem weihnachtliche Produkte. Also vom Design her schon, aber vom Duft oder so nicht so ganz. Also macht gerne bei meinem Gewinnspiel mit. Hier könnt ihr auch meine letzten zwei Videos sehen. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Darüber würde ich mich mega freuen. Ja, das war's jetzt schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.